Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Jakob Ampuyer und heute möchte ich gerne das Thema ansprechen, woran lässt sich der Wert eines Mannes erkennen? Das würde ich mal sagen, fangen wir direkt mit dem Video an. Den Wert eines Mannes wirst du daran erkennen, was ein Mann am Ende des Tages auf den Tisch bringt. Results. Du als Mann hast die Verantwortung, Ergebnisse auf den Tisch zu bringen und deine Ergebnisse müssen für dich sprechen. What do I mean by that? Ich gebe mich mal als Beispiel, denn ich spreche aus Erfahrung. Wenn ich einen Raum betrete, wie nehme ich die Leute mich auch wahr? Sie machen sich ihr eigenes Bild, denken sich, okay, er ist groß, sieht gut gebaut aus, man merkt, er arbeitet an seiner Physik, er hat eine stabile Haltung und der scheint sehr, sehr selbstsicher zu sein. Er ist bestimmt Basketballer oder Model etc. etc. Wenn die Menschen dann auf mich zukommen, mich ansprechen, natürlich sage ich dann, dass ich Basketballspieler bin, denn das ist das, was ich auf den Tisch bringe. Nicht nur, dass ich das auf den Tisch bringe, sondern ich bringe auch einen Mehrwert mit. Jakob, guck, du bist Basketballspieler, kannst du mir ein paar, falls es auch ein Basketball ist, kannst du mir da Tipps geben, kannst du mir Tricks zeigen. Eltern kommen zu mir und sagen, Jakob, du bist Basketballspieler, ich habe da einen Sohn, ich habe da eine Tochter. Sie möchte gerne mit Basketball anfangen. Kennst du da gute Vereine, wo ich meine Kinder am besten runterbringen kann? Kennst du da jemanden, hast du gewisse Kontakte? Ja, welchen Weg sollte am besten gehen, wenn das der Mehrwert, den ich mitbringe? Wenn du als Mann keine Ergebnisse gleich Mehrwert bringst, bist du nicht zu gebrochen in dieser Gesellschaft. Das ist einfach Fakt, das ist nicht die Regel, die ich mache, das ist schon seit Anbeginn der Zeit so. Du als Mann musst Ergebnisse auf den Tisch bringen und du als Mann musst in diesem Leben vorankommen. Du kannst nicht die ganze Zeit Pleasures zocken, trinken, Party machen, Frauen hinterherrennen. Das kostet alles Energie, Zeit, kannst du besser investieren. Hier nochmal ein anderes Beispiel, wie deine Ergebnisse für dich sprechen, denn du hast einfach diese Aura. Wenn ich mit einem Freund unterwegs bin, auch wenn ich einen Raum betrete, ist mein Freund, der für mich spricht. Ja? Mein Ergebnis spricht für mich in einer anderen Person. Das ist Jakob Ampuyer, spielt Basketball, hat erste Bundesliga gespielt und spielt jetzt für die deutsche Nationalmannschaft im 3 gegen 3. Der gegenüber mir denkt bestimmt, oh krass. Ja, auch wenn er nichts mit Basketball zu tun hat, wird sich denken, okay krass, ich habe hier einen fokussierten Mann, scheint sehr diszipliniert zu sein. Man kann sich connecten und in Zukunft vielleicht kann man zusammenarbeiten, ja, nach deiner Karriere. Er hat ein eigenes Business etc. Aber so Männer wie dich kann ich gut gebrauchen, denn du bist sehr diszipliniert, sehr fokussiert und das sind Männer, die ich brauche. Männer, die man braucht. Denn Männer arbeiten gerne mit Männern, die diszipliniert sind und fokussiert sind. Mit den deutschen Männern kann man arbeiten. Du kannst nicht diese 99% der Männer sein, die einfach nur einen Tag reden, in der Woche die ganze Zeit nur reden, in einem Monat reden, in einem Jahr reden, aber nichts bringen. Und es geht nicht darum, dass du in einem Jahr da bist, wo du gerne sein willst. Es geht einfach nur darum, dass du in einem Jahr viel, viel weiter bist, als du in einem Jahr gewesen bist. Und jemand, der dich danach in einem Jahr sieht, der aber schon viel, viel weiter ist, wo du gerne sein möchtest, wird dein Potenzial dadurch erkennen und wird dir dabei helfen und kann dir diesen Weg sogar noch einfacher machen. Er wird sehen, okay, der hat was mitgebracht, ist noch nicht da, hat noch viel, viel zu tun, aber was sehe ich, ist hier ein Potenzial dahinter. Und deswegen kann ich mit ihm arbeiten, deswegen kann er dich unter seine Fittiche sozusagen mitnehmen. Wenn du die ganze Zeit nichts machst, verschwendest du Zeit, du verschwendest Energie, du verschwendest dein Leben. Okay. Deswegen vergiss nicht, am Ende des Tages musst du Ergebnisse bringen und deine Ergebnisse müssen für dich sprechen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Like das Video, teile das Video, kommentiere das Video, abonniere meinen Channel, schau dir meine alten Videos an, da sind auch sehr viele Informationen, die du mitnehmen kannst für dich selber, um im Leben weiter voranzukommen, um an dir selbst zu arbeiten. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Mein Name ist Jakob Ampuyer. It's time to level up. Let your hustle and your actions speak for you. This is the only way you really could prove who the real hustlers are. We're going to look back a decade from now and see who got the most money, who made the most moves, who made the most millionaires, who put the most people in power, who really getting paper. That's what we're going to see. And you can't talk your way into that.